Sag schon. Er hat mich nach Hause gebracht, das ist alles. Und dann, als er dich nach Hause gebracht hat? Nichts und dann. Was denkst du denn? Meine Damen, Sie können dem Führer gratulieren. Erst das Saarland und Österreich und jetzt einzig und allein durch das Verhandlungsgeschick unseres geliebten Führers kehrt auch das Sudetenland heim ins Reich. Heil Hitler, Herr Kalloin. Heil Hitler, wir brauchen dann dringend noch die Statistik unseres neuen Torpedogeschosses. Das muss noch heute in die Reichskanzlei, bis spätestens 17 Uhr. Ich kann mich auf Sie verlassen. Selbstverständlich, Herr Kalloin. Gut. Heil Hitler. Heil Hitler. Oh Gott, das schaffe ich nie. Hilde, du musst mir helfen. Ich? Ich treffe ihn heute um 5. Ich hab's gewusst. Du bist ein Schatz. Ich kann auch mal auf die Kinder aufpassen. Ich hab dich schon angemeldet. Das hast du nicht. Sag ich wohl. Das hast du nicht. Ursula Engler, Klavier und Gesang. Und wenn du nicht hingehst, dann ist dir das so peinlich, dass du nie wieder hier aufkommst. Ich habe einen Puls von 180. Wenn du nichts aus dir machen willst, dann kannst du ja nach Danzig zurück. Bist du wahnsinnig? Aber ich bleib hier, das kann ich dir garantieren. Da kriegen mich keine 10 Pferde mehr hin. Dann mach was aus deinem Talent. Ich verhau's. Hilde, ich verhau das. Wirst du nicht. La 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 la. Es sei denn, du vernichtest vorher unseren ganzen Vorrat. Was, ich? Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. In den siebenten Himmel der Liebe. Nein, nein, meine Haare. Aha. Jetzt komm mal hier. Was denn? Du siehst umwerfend aus. Das glaube ich nicht. Was machst du hier? Ich habe mich von Berlin versetzen lassen. Was, du bleibst hier? Ich freue mich für euch. Uwe, komm, Papa ist da. Komm, gehen. Martha! Martha! Ich hab mich so darauf gefreut, was für ein Gesicht du machst. Also erzähl doch mal, war das deine Idee oder deine? Meine. Obwohl das Zusammenleben mit deiner Mutter wahrscheinlich kein Zuckerschlecken ist. Da kannst du Gift drauf geben. Es geht ihm gut. Sie sind immer noch auf dem Vormarsch. Und bald in Stalingrad. Wolfgang geht sicher auch gut, ganz bestimmt. Hilde. Wir müssen Arbeit finden. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich mich noch vorstellen soll. Du kannst nicht nur hier rumsitzen und dich bemitleiden. Du musst auch mal los. Du hast immerhin deine Kinder. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.